Hey Leute, hier ist Hunted und Sabian, Glück auf. so, ja, nachdem wir gerade bei Sabian oder mit Sabian auf seinem oder auf dem Account da noch ein bisschen Ronin angespielt haben, müssen wir nochmal rollen. Ja, der ist zu überzeugend, der Gute. Ja, Sabian hat die E-Zigarette angemacht und ich habe gesagt, okay, wenn die an ist, Kann es nur gut gehen. genau. Also 10k Gems haben wir und dann haben wir noch 20k, um ihn notfalls ein bisschen zu sweepen. Das wäre Ja, extrem geil. Also, wir drücken alle Daumen, die wir haben. wir starten mal. Der erste. Schön wär's. Schön, das wäre der Hammer gewesen, oder? Ach, Lady. Ja, es ist ja ein neuer Held. Also, ich krieg relativ viel von den neuen Helden als Kopien. Gut, ich habe die alle für Splitter natürlich Devo gemacht. Wie sich das so gehört. Ja, Aber richtig. jetzt hätte ich viele Kopien von den neuesten Helden, so ein Paladin und so. Oh. Oh, und? Doppelneck, aber ja, also legendäre Helden kommen ja mal. Es gab ja mal so eine Zeit lang, da kamen kaum legendäre Helden. Es ist jetzt schon besser von der Quote, aber dann haben sie sich gedacht, okay, Ronin und Anubis, die verstecken wir. Können wir noch mal ein bisschen was rausholen aus den Leuten? Genau. Ach, Schleim. Schleime ohne Ende. Also ich finde, die So. Grünen, die müssten sie wirklich mal rausnehmen. Das wäre zumindest etwas schon mal Gutes. Ich finde auch, also dass hier noch Grüne überhaupt drin sind, ist schon irgendwo immer ein neuer legendärer Held rein und dafür einen grünen Helden raus, meinetwegen. Aber Jetzt kommt auch gerade gar nichts, ne? nee, jetzt kommt gar Warte, nichts. ich ziehe mal an der E-Zigarette hier. Zieh mal. Und dann sagst du, und dann mache ich einen Dreier. Gut, ich hört. Okay. Zack. Oh. Verdammt. Das ist aber die Nidriade. richtige. Also ich habe extra die richtige rausgeholt. Sehr gut. Na, dann müssen wir nochmal vielleicht hier den Tab-Trick machen. Druide. Das ist ja Leute. noch grausamer auf Taiwan. Du kannst ja noch nicht mal den Namen sehen, sondern du musst wirklich warten, Ich bis das muss Lila ne, warten. sich. Genau. Ich sehe. Oh, nee. Mann. Immerhin ein paar lila Schleime. Okay, aber 10k Gems kam nichts wirklich bei rum. Ja gut, die Lady Boom, ne? Also unser Problem ist ja, wenn man alle hat, dann ist es immer schwierig, wenn man nur diesen einen braucht. Für andere hätten Genau. sich jetzt wahrscheinlich schon gefreut. Genau. Wir tappen jetzt hier mal alles. Der neue geheime Trick. Warte, ich drehe mich mal vor dem Rechner im Kreis. Vielleicht hilft das noch auf meinem Stuhl. Genau. Oh, so, okay. Also 10k Gems schon wieder weg und kein verdammter Ronin. Mann, ey. Aber jetzt geht's weiter. Mit einem Schleim. Ja, super. Hat ja viel geholfen, unsere Tricks hier. Gar nichts. Ja, es ist irgendwie manchmal so ein bisschen. Hast du so eine Phase, da kommen dann zack, 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 legendäre Helden und dann jetzt kommt gerade wieder mal absolut gar nichts. Was ja auch nicht schlimm ist, wenn er danach sofort kommt, als nächster legendärer Held. Das ist echt diese Frustlust. Man ist richtig gefrustet und dann kommt der Moment, wenn der Held kommt, dann ist alles vergessen. Dann sagt man, ah, einen Orcsbane. Ja, genau. Oh, man sieht, oh, lila, lila und Orc. Den haben wir gewartet. Genau, den brauchten wir unbedingt. Einen Atlantikor, Mensch, ey. Ich weiß noch, als der rausgekommen ist, Der dachte ich ist doch auch, super. oh mein Gott, der wird den Paladin ablösen, der neue OP-Held. Ich weiß noch, ich habe den nachts irgendwann gerollt. Ich lag im Bett und habe dann gedacht, den brauchst du. Und dann musste ich rollen, bis ich den hatte. Ja, ich dachte auch, oh mein Gott, das ist er, das ist der neue Held. Hier, Schild reflektiert Schaden und dann, oh wie, der ist so langsam, 200 MS Angriffsgeschwindigkeit. Ach, bis da irgendwas passiert. Genau, und dann musste man noch das Talent rollen. Damals konnte es ja noch nicht die Helden wechseln, ne? Ja, konntest du noch nicht wechseln. Oh, Oh, jetzt kommen hier aber auch nur Splitterhelden, wa? Oh. boah, Mann, das ey. ist so bitter. Donnergott. Ja, das ist. Der beste Held, den wir jemals hatten, Drakax. Ja, ich bin da fest von Überzeugung von. Also die Leute machen sich immer drüber lustig, aber ein World Boss Held, Lava 4, irgendwas wird kommen. Ich denke auch. Also, ich habe jetzt alle meine wichtigen Helden durch und
Dann kommt jetzt bei mir irgendwann Dragax auf Devo, einfach für den Fall, dass irgendwann ein neuer World Boss kommt, der sich heilt, und dann brauchen wir Dragax. Ja, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Bei IGG kann ich mir es auf jeden Fall vorstellen, dass sowas passiert. So, Boah. oh, 20k Gems und eigentlich bräuchte ich nochmal zwei Wallen. Dann hätte der Roll wenigstens irgendeinen Sinn gehabt, aber es kommt nicht mal eine Walle. Gerade die, also die kommt bei mir echt immer ganz gut. Nee, Valentina kommt hier so verdammt selten. Ach, Gargoyle. Ich muss mal gerade noch mal schnell gucken. Platz müssen wir noch haben. Ja, wir haben schon ziemlich voll. Nee. Ja, Valentina könnte ich noch gebrauchen für mein neues Projekt, wenn ich hier reinschaue. Und ansonsten eigentlich brauche ich nichts großartig. Für Evo 3 bin ich denn gewappnet. Ja, ich bin mal gespannt, wann sie das bringen. Guck mal, Das da ist noch stimmt. so ein schöner Anubis. Ich finde den ja noch schön. Ja, ich finde ihn auch schon. Aber mal gucken, der wird irgendwann noch ausgepackt, wenn ich eine sinnvolle Idee mit ihm habe. Beziehungsweise ein Talent kommt, wo ich sage, oh, das ist sein Talent, ich ziehe den zweiten hoch. Was hast du auf dem ersten auch ein Bollwerk? Ja, ne? Naja, Kriegsgott Bolwer kam leider nicht. Aber damit bist du auch zufrieden? Ja, der räumt erstmal, hat bei HBM erstmal ordentlich abgeräumt. Stimmt, das Video habe ich gesehen. Da war ich soweit hat er einen guten Job gemacht, obwohl ich Body natürlich lieber hätte, aber nehmen wir es halt des Kriegsgott. Hauptsache, wir kriegen jetzt noch den Ronin. Das muss doch jetzt noch sein. Ich sag mal, ein legendärer Held könnte bei den letzten paar Gems noch drin sein, aber. Ach, ein legendärer Schleim noch. Komm schon noch. Jetzt ist okay, wenn du jetzt zum Schluss kommst. Wir sind auch nicht sauer. Die Gems sind nicht so wichtig, aber jetzt bei dem Dreier soll er dabei sein. Scheiße. Aber kommt gar nichts mehr, ne? Nee, nee, die Luft ist raus. Wir können noch zwei Single machen. Da sind wir auf, glaube ich, 1k Gems runter. Ja, Mann, ey. Er wollte nicht. Er Boah. hat sich versteckt. Du machst mir überhaupt gar keine Hoffnung für die nächste Woche bei uns. Nee, nee, nee. Wir können ja nochmal in die Events reinschauen. Nee, der ist so verdammt selten wie Anubis. Also, Frage ist, wir können jetzt hier entweder 17 mal rollen oder wir kaufen eine 5er Talentbox. Aber was kannst du davon gebrauchen, ist die Frage, ne? Ja, hier oben ist scheinbar Ehre jetzt neu drinne. Edel ist drinne. Ja, gucken, was wir hier haben. Also, Lady Boom haben wir nicht. Valentina, nein, so viel haben wir auch nicht. Beastmeister, Scheiße. nein, haben wir auch nicht. Wir könnten eine Level 3 Rune kaufen, brauchen wir auch nicht. Level 5 Box wäre drinne. Heldenkarte nicht, SK ist nicht drinne. Ich glaube, dass die Talentbox wahrscheinlich mehr wert, oder? Ja, ich denke auch, wir holen ja eine Talentbox, weil die Chancen, da einen Edel zu drehen, ist gering. Hat er jetzt genommen? Talentbox? Ja, haben wir. Und jetzt haben wir noch, wir können einen Rule einmal drehen. Jetzt entschädige mich und gib mir noch einen zweiten Elektriker zumindest. Ja, die Ressourcen hast du ja, ne? Oh, aber 20 Bücher. Das ist auch okay, da kann man nicht meckern. Ja, und 20 Liter Bücher können wir nicht meckern. Und jetzt können wir noch das zweite Event machen. Muss man mal gucken, ist so ein, weiß ich nicht, so eine Art Leiter-Event. Musst du nach oben klettern und dann kriegst du eventuell hier die Box oder die Shards. Mal schauen. Also wir sind hier Wie schon. viele Seelensteine sind das? Ich glaube, 15 sind drin. Okay. Aber du fällst immer wieder runter. Ich weiß nicht, randommäßig oder du landest oben. Jetzt sind wir wieder runtergefallen. Jetzt fangen wir wieder hier unten an und versuchen da nach oben zu klettern. Okay. Ist auf jeden Fall ganz interessant, mal andere Events sich anzugucken. Ja, es kommt bestimmt auch irgendwann. Also eigentlich braucht man ungefähr so 10k, ist man eigentlich einmal oben. Mal gucken. Jetzt. Und wieder runter. Hätte ich bloß nichts gesagt. Du darfst es nicht herausfordern. Nein, wir wollen auch gar nicht nach oben. Wer braucht schon noch so eine dumme 5er Talentbox? Du hast ja eh keinen Helden, keinen neuen. Der muss erst noch kommen. Das ist das Genau. Schlimme. Ah, hier sind wir oben. Jetzt können wir hier aufmachen und jetzt haben wir wahrscheinlich die Box oder. Ja, 5er Talentbox. So, wir haben noch 6 Versuche, da können wir noch nach oben kommen. Und auch wenn da jetzt hier die Abbildung ist von Ede, müssen da keine Edelsteine drin sein, habe ich gelernt. Okay. Ja, aber man sieht zumindest, ne, dank IGG und dem Taiwan-Server hast du dein Taiwanesisch hier langsam verbessert, ne? Du wusstest schon, was die 5er Talentbox ist. Mal gucken, was hier drin ist. Also eigentlich denkt man ja, es müsste abwechselnd sein, aber 5er Talentbox. Aber gut, 2 5er Talentboxen, 3 5er Talentboxen nochmal abgegriffen.
Besser als nichts. Da beneide ich dich schon so ein bisschen. Also muss ich sagen, das ist schon eine schöne Sache. Weil da sind die 20 Bücher. 20 Bücher ist auch neu. Ist ganz schön viel. Aber du bist jetzt nicht am Max, ne? Da musst du mal aufpassen. Ja, nee, Weiß nicht. bin ich nicht. Ich bin bei Okay. 900 Büchern extra so, dass ich immer noch Luft habe. Achso, hier war eine Runebox drin. Hier ist die eine Box. Gucken, wann die zweite kommt. Ja, aber Mann, kein Ronin. Kann man nicht Ja, so. Devo ziehen. Mal gucken, was ich mit den ganzen Ressourcen mache. Ach Sollen wir mal Mann. gucken, was könntest du denn machen? Hast du denn irgendwas was Sinnvolles? Nee, ne? Du bist alles soweit fertig, glaube ich. Na, ich habe noch in Planung, der hat hier noch einen Sima, der soll jetzt noch auf 9 und dann werde ich wahrscheinlich die Pets mal ausmaxen mit den Splittern. Spielst du den noch viel? Dass du sagst, den auf 9? Weil meiner ist auch nur auf 7. Meiner sieht genauso aus wie deiner. Na, ich habe jetzt, wo habe ich denn angefangen wieder zu spielen? Bei CS3 mache ich momentan Solo, da ist er sehr wichtig. Da habe ich eine 90%ige Quote und für CS4 will ich auch Solo angehen. Da hätte ich ihn gerne. Und im Lost Battlefield eben erst prockt Rudi und dann stunt er hoffentlich den Rest. Beim Lost Battlefield habe ich den auch, aber da reicht das 7er, also da war es mir bis jetzt noch nicht wert, da so viel reinzustecken. Da hast du recht. Aber für CS3, da hat er sich gut gemacht. So, aber ich würde sagen, das war's auch für das Video. Der Neue sollte nicht dabei sein. Ja, scheiße. Mehr kann man Scheiße. da nicht zu sagen. Ah, ich vermute also, die Chancen sind wieder so schlecht wie bei Anubis und ja, IGG, das ist scheiße. Das ist scheiße, richtig. Also in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Tschüss. Schöne Ostern, ciao.